Oh. Ja. Okay, Space und A und D wird mir erstmal empfohlen. Geht da noch mehr? Ja, sehr schön. Okay, wir haben eine Auflösung, aber jetzt nicht direkt die Möglichkeit, die Grafik-Settings an sich zu setzen. Hä? Ich drücke gerade X, um hier halt da hin und her zu switchen, aber das scheint es nicht zu geben. Interessant. Ich weiß nicht, ob das so ein Controller oder ein Keyboard-Game ist. Deswegen gehe ich erstmal mit dem Keyboard ran, weil ich das Keyboard immer bevorzuge. Und vielleicht sagt uns das Spiel ja noch, am besten spielt man das mit dem Controller oder irgendwas anderes. Ich habe hier gerade einen dicken Fleck auf meiner Tastatur. Dabei habe ich gestern erst sauber gemacht. Habe ich ja gut sauber gemacht. So. Ich würde sagen, wir nehmen die goldene Mitte und lassen uns begeistern von Death's Door. Bitteschön. Now arriving at the Reaping Commission Headquarters. Okay, ich muss Leertaste drücken, sonst geht's nicht weiter. End of line. Actually, diese Ansicht, wie sie jetzt wieder ist, erinnert mich eher weniger an LOL oder dieses Pokémon Union oder sonst noch irgendwas. Das hier erinnert mich jetzt tatsächlich eher an. Und das ist no joke, vor allem weil es ein Bus war. Das erste, was mir in den Kopf gegangen ist, war gerade ernsthaft Animal Crossing. GTA 2, ja, gut, ne? Also, wir können steuern mit WASD, wir können. Okay. Interessanterweise ist Leertaste dodgen, und zwar in die Richtung, wo ich mich als letztes hinbewegt habe. Ich habe. Oh. Das hat mich einen Punkt gekostet. Oben links. Der Bogen. Genau, und mit Shift können wir die Kamera quasi drehen. Ich glaube, Maus und Tastatur war die bessere Idee. Jawohl. Wenn man hektisch wird und bleibt im vorderen Bereich stehen und will nach hinten klappen, kann ich es mir schon wieder schlecht vorstellen. Wir nehmen mal ganz kurz den Controller. Ah, okay, das ist rechte Maustaste. Es ist immer schwer herauszufinden, was welche Taste macht, wenn man nicht weiß, was gerade ausgewählt ist. Ich bleibe erstmal bei Maus und Tastatur, weil, wie gesagt, ich bevorzuge halt Maus und Tastatur über alles. Außer das Spiel sagt mir, dass ich es doch bitte mit Controller spielen soll. Aber ansonsten, nope. Ich wollte gerade fragen, kann ich runterfallen? Die Frage hat sich gerade schon erledigt, weil ansonsten wäre schon eine unsichtbare Wand da gewesen. Der Style ist erstmal sehr ansprechend. Ich sehe sehr viel Grau, sehr viel Schwarz, sehr viel Weiß.
Das ist eine von mir bevorzugte Farblage. Hin und wieder gibt es so ein bisschen Farbakzente, aber ansonsten ist das Ganze hier sehr untersättigt, was die Farbe angeht. Gefällt mir eigentlich. Kann es natürlich sein, dass das der Style des Spiels ist oder ob das jetzt der Style dieser Location ist, weil das ja, keine Ahnung. Wo sind wir? Investment irgendwas. Nee, Reaping, Investment, Commission. Ach, keine Ahnung. So genau, wie jetzt nicht zugehört. Ticket offered closed. Gone to fix a broken pipe. Back in 3 to 4 years. Ah, wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland. Okay, interessant. Ich hatte ja gerade eben... Ah, okay, das ist die Taste, die ich auf dem Controller gerade gedrückt habe. Das ist Middle Mouse. Hi. Jokli, Joklia, move along, bud. Are you sure I'm clear? I have a weapon on my back. Hall of Doors, the Reaping Commission Headquarters. Ja. Hi. Better get moving. Don't wanna be late, right? Ja, ich will nicht spät sein. Für was? Also, werde ich erwartet? Habe ich Geschäfte? Hier hat gerade irgendwas hellblau geleuchtet. Aha. Nope. Whatever it is, that isn't it. Okay, hier geht's sehr viel weiter. Okay. Das war tatsächlich jetzt überhaupt gar nicht zu erkennen, wie weit die Sachen auseinander entfernt sind. Die Tiefenschärfe wird mir da bestimmt ein oder andere Mal den Kopf verdrehen. Well, well, well. Look, we showed up for work. No worms for you. Because only the early bird catches... never mind. Anyway, it's your lucky day. I actually have a soul for you to reap. And not just any soul, a giant soul. Think of the commission on that. I hope you haven't forgotten your training. Stay on your talents, giant soul. Don't go peacefully. Moin, mein Bros. Vielen herzlichen Dank für deinen Resub, welcher irgendwie gerade nicht announced wird. Wisst ihr, warum der nicht announced wird? Könnt ihr euch an letztes Mal erinnern, wo ich die Alerts ausgeschalten habe? Ja, warte. Da. Ich habe den Alert ja ausgeschalten gehabt, weil wir letztens mal diese dämlichen Bots hatten. Ich habe ihn jetzt wieder abgeschaltet. Ja, wegen letztem Mal habe ich die Alerts ausgeschaltet. Jetzt sind sie wieder an. Tut mir leid, dass es jetzt natürlich kein Link, kein Alert gab, aber stell dir vor, der ist einbekommen. Da fällt mir gerade was ein. Komplett irrelevante Sache, die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hat. Mein Bros, ich habe gesehen, du hast Monster Hunter angefangen. Das ist in meinem Steam-Verlauf irgendwann einfach so aufgeploppt gewesen. Wanna kill some stuff? Maybe? Dropping in your door for you now. With a soul that size, you might be even able to afford some time off. But remember, your door will remain open until you return with your designated soul. While your door is open, you will be mortal. And you will age, so get it done quickly. Reaping souls, to power the doors, so we can reap more souls, and the cycle repeats forever. The rat race, huh? Anyways, get to it and be careful. If you die, it's gonna be a lot of paperwork, and I don't have time for that.
Okay, wir sind also quasi, während wir uns hier befinden, scheinen wir wohl nicht zu altern. Und die Zeit steht still, so wie ich das verstanden habe. Okay. You found a discarded umbrella. It's just a thing to keep your feathers dry in grim weather. Was hast du gegen Monster Hunter? Gar nichts. Ich spiele Monster Hunter World selber sehr gern. Ich wollte fragen, ob du vielleicht Bock hast, ein paar Sachen zu killen. Das war kein Front. Das war mehr eine Invitation. You can equip it from the weapons menu. Hunter Rank 14. Frage, hast du Iceborne, also die Erweiterung? Ich würde ganz gerne... Ja. Hast du, sehr gut. Das wird die ganze Sache nämlich weitaus angenehmer machen. Ich hätte ganz gerne... Z und X möchte ich ganz gerne auf Y und C setzen, weil X ist eine dämliche Taste zum Treffen. Des Weiteren ist das hier meine Mili-Taste. Ich würde nach dem Stream machen. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange ich heute streamen würde. Ich möchte heute Death's Door machen. Also was wir jetzt gerade machen. Keine Ahnung wie weit. Irgendwann mal halt einen guten Punkt finden, wo ich pausieren kann. Und dann würde ich ganz gerne noch ein bisschen Baba Is You machen. Um halt so ein bisschen, ich nenne jetzt mal, in die Schlafstimmung zu kommen. Aber wenn du so, wenn du noch so gegen 12 oder so aufwärst. Hm? Ich sehe doch hier. Es gibt X und das doch, ja hier. Warte halt, hä? Jo Leute, wollt ihr mich eigentlich komplett triggern? Leute, ich weiß nicht, ob ihr es seht, ne? Aber wenn ihr hier mal eine Linie langziehen würdet, wäre die Linie auch hier oben dran mit ein paar Pixeln Margin. Aber je weiter runter man geht, ne? Zum Beispiel beim Menü Left und geht dann die Linie nach drüben, bist du genau hier unten dran. Das Ding, die Dinger haben nicht denselben Abstand. I can never unsee that. Holy shit. Wie ist denn das durch die Quality Assurance durchgekommen? Also das triggert mich wirklich. Maximal. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das geht gar nicht. Weapon 1 to 4. Warum Numpad? Oh. Okay, was ist, wenn ich wirklich Num 1 drücke? Dann ist es Pet 1 und ansonsten ist es Nummer 1. Ja, okay, ich kenne das ein bisschen anders, aber hey. Shiny things. I don't have any. Drei Schwinge, 0,4 Sekunden Multiplier. 0,4 mal Multiplier. Das ist einfach nur exakt wie das Schwert, nur dass der Schaden scheiße ist. An umbrella is probably not very useful in combat, but it will keep your feathers dry in bad weather. Wir merken uns das. Vielleicht hilft es ja auf irgendeine Art und Weise. Sonst noch Sachen? Inventory. Crystal Shards in grün und in pink. Toll.
Es gibt drei Giant Souls anscheinend. Da kommen wir nicht durch. Ich kann nicht sprinten oder sowas. Wenn ich Shift gedrückt halte, zoome ich nur raus und kann mit meiner Maus individuell noch durch die Gegend mich bewegen. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Es sieht aus wie ein Fahrstuhl, weil es einer ist. Das ist meistens so. Hier wird wahrscheinlich eine Tür spawnen. Gehe ich jetzt mal, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, da könnte eine Tür spawnen. Oder irgendein Shop oder ein NPC oder irgendein Event wird dich da hinsetzen. Das ist sonst Platzverschwendung. Jo, Moment, das habe ich aber gerade nicht eingestellt. Oh, Charge Attack da drauf, Shot auf die rechte Maustaste. Entschuldigung. Gut. Hier wird noch eine Tür sein. Und diese Tür da ist unser Auftrag. Wir haben noch nicht mit dem hier geredet. Oder mit dem da. Aber ja, wir sind Seelenkollektor. Das ist ein ganz normaler Job, ne? Also, wer kennt's nicht? Hi. Oh boy. I love typing. Can't get enough of it. Der perfekte Sekretär. Oder Sekretärin? Ach, what, I don't know. Oh, look. It's me, Darwin, the Vault Keeper. He is sleeping. That's a good employee. Wenn ich dodge, bin ich schneller. So, und ab jetzt läuft meine Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe. The Grove of Spirit. Assigned Soul Location. Moin, Beirut. Dir einen wunderschönen guten Abend. Press Space to roll. Kann ich über... Nein, kann ich nicht. Kann ich hier drüber? Ja, aber da kann ich auch drüber laufen. Hm. Ich will gerade noch nicht draufhauen, weil ich habe das Gefühl, wenn es eine abgezielte Teil von denen gibt, kann man mit denen was machen. Yeah, I can slash. I know I can slash. I found that out myself. Rennt mir mal jetzt nicht ins Schwert rein. Okay. Die Viecher hauen ab, wenn ich angreife. Eine Käselauchsuppe. Lecker. Kommt ihr mit? Nein. Ich hatte gerade eben Kartoffelbrei mit Rühreidach dazu. Hold to charge and aim your arrow. Okay, wichtige Frage. Und jetzt? Spiel. Wie bekomme ich Munition zurück? Spiel. Ich habe keine Pfeile mehr, Spiel. Ha.
Charge Attack? Ja! Okay. Ich wollte gerade sagen, wenn Spiele sowas machen, muss es immer eine Möglichkeit geben, die Munition auch wieder zurückzubekommen. Ansonsten ist das sehr schlechtes Game Design. Und nach dem Ausschlussprinzip kommen wir so darauf, mit dem Charge Blade bekommen wir Schuss, wenn wir draufhauen. Du bist eine Abkürzung, wenn ich das richtig sehe. Kehren wir zu Orten zurück. Demonic Forest Spirit. Ah, erster Gegner im Spiel, Boss Time. Ah, okay. Ihre Tentakeln wahrscheinlich schon, aber sie selber hat keinen Kontaktschaden. Oh, sie hat mich gehittet. Oh, Moment. Kann ich bitte beim Controller die Rumble-Funktion ausschalten, weil, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber auf meinem Tisch hier nebenan geht gerade der Vibrator los. Okay. Ah, okay. Ja, ungünstige Startposition. Habe ich bemerkt. Die Controls sind chunky, würde ich jetzt mal nennen. Also, du kannst jetzt nicht quasi in die Richtung angreifen und gleichzeitig in die entgegengesetzte laufen, wie ich es halt eigentlich gerne hätte in dem Situation. Aber wenn du nicht angreifst, committest du schon dazu, in die Richtung zu gehen. Und du hast, naja, bis zum Ende der Animation kannst du dich auch nicht mehr bewegen. Also nicht dodgen und kein anderes sonst irgendwas machen. Okay, Frage. Haben wir Invisibility Frames? Ich möchte eigentlich ganz gerne noch ein bisschen was testen. Ich habe gerade jemanden bei meinem alten Clan im Raid abgesessen und allein gelassen. This is sad. Ich möchte ganz gerne testen. Mach mal bitte keine Move-Attacken, sondern bleib mal still stehen. Okay, warte. Geht das? Ja, das geht. Okay. Also, während wir einen Dodge machen, sind wir quasi komplett immun. Ja, okay. Es ist quasi wie Monster Hunter, nur weitaus more forgiving. Ja. Interessant. Interessant, okay. Oh, ihre Donnen machen mir jetzt keinen Schaden mehr. Interessant. Wie hoch bist du in Monster Hunter? Mein Hunter-Rang ist 190 oder so. Und mein Master-Rank 140 oder so. Keine Ahnung. Okay, interessant. Die Dornen haben
haben keine wirkliche Hitbox bis zu dem Moment, wo sie als aktive Hitbox zählen. Also wo sie dann anfangen würden, mich quasi anzugreifen. Von da aus machen sie mir dann auch Schaden. Ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob mir das gefallen will, dass ich keinen Indikator dafür bekomme, ab wann etwas als Attacke zählt und was und wann nicht. Also zum Beispiel halt, wenn sie angreift, kann man fast gar nicht erkennen, ab wann eine Attacke als tödlich zählt oder nicht. Weil, zum Beispiel, habt ihr das gesehen? Mach mal bitte nicht die Attacke. Mach mal bitte eine Attacke, wo ich das besser zeigen kann. Jetzt ist es natürlich Vorführeffekt. Jetzt werde ich keine einzigen nicht auffälligen Attacke getroffen. Das nervt. Lass das. Also wenn es dreht, ist es relativ offensichtlich, aber bei der stillstehenden Attacke habe ich ab der Sekunde Schaden genommen, wo die Animation von der Ranke gestartet hat. Es scheint also größtenteils Animationsbased zu sein, ob etwas Schaden macht oder nicht. Das ist okay. Aber ich sag, wie es ist, ich bin kein Freund davon. Naja, anyways. Interesting. Mit den Elder Dragons? Sure. Wurde ich gerade gebitch-slapped? Unten rechts, also hier neben mir. Ich weiß nicht, habe ich das gerade verdeckt? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade 100 irgendwas bekommen. Da unten. 100, keine Ahnung. Die andere Währung haben wir auch, aber davon haben wir keine. Also wir haben zwei Währungen oder zwei Collectible-Sachen anscheinend. Und was auch immer ich gerade getan habe, hat mir gerade 100 gegeben. Aber ich weiß nicht was. Sind das die Viecher gewesen? Nö. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was gerade passiert ist. Wir haben gerade einen Bitch-Slap bekommen. Gucken wir mal nach. Wir wurden definitiv umgeplatscht, ja. Und wir müssen jetzt anscheinend hinterher, weil der hat wahrscheinlich die Seele geklaut, die wir eigentlich hätten holen sollen. The Lost Cemetery. The Forbidden Region. Well, it's not forbidden anymore. Because I am here now. Ding. Das ist das Schöne an Maus und Tastatur. Ich kann auf Sachen im Bildschirm zeigen, ohne dass ich mit der Tastatur, mit dem Controller jetzt sagen müsste, da. Ein Burp. Ist er freundlich? Ich habe es nicht ganz erkannt, aber in seiner linken Hand hat er entweder eine Waffe oder einen Gehstock oder einen, naja, Regenschirm als Gehstock. Feuer tut weh. Feuer tut nicht weh.
Wer weiß, vielleicht war es auch ein Staubsauger, ja, es ist möglich.